Smart Meter. Bequem, aber gefährlich. Smart Meter sind eine neue Generation von Stromzählern mit Hochfrequenzsendern. Sie werden immer häufiger in Gebäuden eingesetzt, um den aktuellen Verbrauch zu erfassen und automatisch an den Energieversorger zu melden. Unabhängige Studien zeigen, dass sowohl die Stärke als auch die Frequenz der ausgesendeten Impulse Smart Meter besonders gefährlich machen. Die Non-Profit Organization Center on Electrosmog Prevention, CEP, schätzt, dass ein einziger Smart Meter so viel Strahlung abgeben kann wie 160 Mobiltelefone zusammen. Diese Hochfrequenzstrahlung kann unter anderem die DNA schädigen und biochemische Veränderungen im Gewebe verursachen, die zu Krankheiten wie zum Beispiel Krebs führen. Eine Technologie mit solch zerstörerischen Auswirkungen ungefragt und im großen Stil in Wohnhäusern einzusetzen und den Bewohnern aufzuzwingen, ist nichts anderes als ein Verbrechen. Smart Meter, digitaler Stromzähler, spioniert Haushalte aus. Die Bundesregierung, der BRD, will ab 2017 Haushalte mit einem Stromverbrauch über 6000 Kilowattstunden pro Jahr zum Einbau von digitalen Stromzählern, sogenannte Smart Meters, verpflichten. Diese Zähler messen in 15 Minuten Abständen, wie viel Strom aktuell im Haushalt verbraucht wird. Angeblich lasse sich damit Energie sparen. Verbraucherschützer lehnen die Pläne aus Datenschutz- und Kostengründen ab. Mit den Zählern lässt sich problemlos berechnen, ob und wie viele Menschen in einer Wohnung sind und wie der jeweilige Tagesablauf dieses Haushaltes aussieht, sogenannte Verbrauchskurven. Solche Informationen sind nicht nur für Hacker und Einbrecher ein gefundenes Fressen. Die persönlichen Daten ergeben zudem für jeden Haushalt ein Profil und somit eine gläserne Privatsphäre. Was den Smart Meter jedoch zu einem völligen Kontrollinstrument macht: Er ist zentral steuerbar. Das bedeutet, dass der Strom von außerhalb zu jeder Zeit einfach abgestellt werden kann. Die Energiekonzerne preisen die sogenannten Smart Meter oder intelligenten Stromzähler als stromkostensparende und grüne Alternative zu den herkömmlichen Geräten an. Der Gesetzgeber in Deutschland treibt den Ausbau dieser funkgesteuerten Stromzähler voran. Doch warnen mittlerweile viele Ärzte vor der permanenten elektromagnetischen Belastung durch Smart Meter. Unabhängige Studien belegen, dass diese besonders gesundheitsschädlich sind, denn sie verursachen eine bis tausendfach höhere Strahlenbelastung als Handys. Folgen davon sind nachweislich Kopfschmerzen, Krampfanfälle, Schlafstörungen, Schwindel, Tinnitus und weitere. Der Bamberger Ärzteappell weist auch auf erhöhte Krebsrisiken, genetische Schäden und Defizite beim Lernen und Erinnern hin. Wie bei der Einführung des Mobilfunks wird die Bevölkerung über die gravierenden Folgen für die Gesundheit auch hier völlig in Unwissenheit gelassen. Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit wird mit Füßen getreten. Herzlich willkommen bei den anderen Nachrichten. Wir berichten von Siegen aus aller Welt. Heute von der Mietervereinigung aus Österreich. Das österreichische Parlament hat in einer Novelle zum Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, kurz ELWOG, entschieden, dass Österreichs Haushalte die Umstellung auf digitale Smart Meter Energiezähler verweigern dürfen. Ein Smart Meter ist ein digitaler Kleincomputer, der per Funk von außen gesteuert wird und leicht hackbar ist. Zuvor war dem Strombezieher im ursprünglichen Entwurf keinerlei Mitsprachemöglichkeit beim Austausch des Stromzählers durch den Smart Meter eingeräumt worden. Nun ist es der Mietervereinigung und all jenen, die die Petition Zwangzähler Nein Danke unterstützt haben, gelungen, die Parlamentarier von einer kundenfreundlichen Datenschutzregelung zu überzeugen. In dem nun beschlossenen Gesetz wurde ausdrücklich ein Recht des Kunden eingebaut, das ihm gestattet, den Austausch des Zählers auf die neueste Technologie und damit der Fernüberwachung und einer 15-Minuten-Taktauslesung des Stromverbrauchs zu verweigern.
Die Mietervereinigung hatte im Vorfeld mehrfach darauf hingewiesen, dass die geplanten Regelungen verfassungs- und datenschutzwidrig seien und eine Wahlmöglichkeit der Kunden gefordert. Zumal die Smart Meter hochgradig krebserregend sind. Hier sprechen wir ein Bravo an die Mietervereinigung Österreichs aus. Entschiedenes Auftreten und Eintreten für geltendes Recht lohnt sich. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Eine Anekdote vielleicht doch am Rande. Es wurde ja im Mai 2016 der 500-Euro-Schein abgeschafft. Und es wurde im Vorfeld ja groß debattiert in Medien, Presse, gut, Tagesschau, Wismar und ähnliche Magazine. Das sollte man sich nicht reinziehen. Wir beraten im Rat der EZB darüber, ob wir den 500-Euro-Schein abschaffen oder nicht. Das war ja die Ansage. Wie sich dann herausstellte, eine Woche später in der Presse, wurde nicht darüber beraten, ob er denn abgeschafft wird, sondern nur noch, welche Frist das jetzt den Übergang, wie lange kann man den noch benutzen. Und man musste zugeben, dass man bereits 6 Monate vor dieser Beratung, wo er abgeschafft werden sollte, hat man bereits 10 Millionen 500-Euro-Scheine aus dem Verkehr gezogen. Also einfach schon eingezogen, einbehalten, geschreddert. Man hat also die Bargeldmenge schon weiter eingedampft. Das war also vorher längst beschlossene Sache. Das ist übrigens auch so bei Regierungsverhandlungen, Koalitionsbildungen, das alles vorher steht fest. Wir haben, wenn überhaupt noch eine Wahl mit Wahlen, ja, welche Farbe der Gartenzaun um uns herum hat, ob der grün, rot, schwarz, irgendwas ist. Aber was da passiert, da werden Wahlen nichts dran ändern. Ich bin auch nicht mit allem konform, was heute zum Thema Demokratie so gesagt wurde. Bei mir wird Demokratie viel zu oft mit E geschrieben. Dieses Thema smarte Diktatur, Handys, RFID-Chips und so weiter, das sind ein paar Beispiele, wie RFID-Chips eben aussehen. Das ist diese sogenannte Identifizierung mittels Radiowellen, also wie früher aus dem Radio UKW-Welle, wenn eben Musik aus dem Lautsprecher kommt, dann waren es eben Radiowellen. So schauen die Antennen aus oder eben anders, aber so stehen die mittlerweile überall in der Gegend rum, um die Signale aufzufangen oder die RFID-Chips eben auszulesen. Dann gibt es eben auch einen Sender, also Sender und Empfänger, die sind manchmal unterschiedlich stark. Man kann mittlerweile auf den Chips auch Informationen speichern. Man ist mittlerweile so weit, bei diesen Chips zum Beispiel, die beim Menschen gerne implantiert werden, in der rechten Hand unter die Haut, ist man mittlerweile so weit, dass man auch per Funk Schmerzen verursachen kann. Das gibt man offiziell zu. Und natürlich kann man auch mittels dieser Chips Herzinfarkt und alles Mögliche mit Informationen, mit Frequenzen entsprechend auslösen. Diese Technologie, die kommt aus dem militärischen Bereich und wird auch längst eingesetzt.